Die ersten drei Tage konnten wir ausprobieren mit dem Stop-Motion-Effekt. Das ist so immer ein Bildchen und dann macht man meistens 12 Bilder pro Sekunde und dann gibt es einen Film. Und jetzt haben wir heute den Film, das Hauptprojekt fertig gemacht. Jetzt haben wir ein Battle, Eminem gegen Papa Doc. Das ist so aus 8 Mile ein Battle. Und das machten wir mit Gummibärchen. Das glaube ich, kommt gut an. T-Shirt-Workshop. Wir mussten unser Lieblings-T-Shirt mitbringen und das vorstellen. Und dann haben wir verschiedene Arten kennengelernt, wie man T-Shirt herstellen kann. Alles ziemlich schwarz und weiß, zuerst mit Buchstaben, dann mit Formen und Personen, Schauspielern zum Beispiel. Und dann konnten wir natürlich unsere eigenen Ideen umsetzen und unser eigenes neues Lieblings-T-Shirt produzieren. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe viel gelernt diese Woche. Also, es ist ja noch nicht fertig. Ja, ich überlege mir sicher, ob ich wieder mich anmelde. Wir haben in dieser Kurswoche eine Reise in die Vergangenheit gemacht und haben verschiedene Urtiere aufgespürt, und zwar spezielle Urtiere, zum Beispiel der Archaeopteryx, der seine Zwischenform ist von Dinosaurier zum Vogel. Und es ging jetzt in dieser Woche darum, diese Tiere, diese Gestalten zu visualisieren, Bilder herzustellen. Das heißt, die Jugendlichen mussten zuerst mal ähnliche Tiere suchen, die es heute gibt. Dazu waren wir auch im Naturhistorischen Museum. Und jetzt geht es darum, dass die Jugendlichen Animationen dazu machen, kurze Animationen, um diese Entwicklungsschritte als Bildablauf, Bildsequenz aufzeigen können. Und sie malen auch noch Lebensbilder dazu, also das Tier in seinem Lebensraum zu der damaligen Zeit. Wir versuchen eine Webseite zu machen und ja, und sie haben uns auch versucht beizubringen, wie die aufgebaut ist, damit wir auch verstehen, was wir überhaupt machen. Und ich mache eine Internetseite über Schmetterlinge, die ich mal selber aufgezogen habe. Ich bin jetzt schon dreimal hier gewesen. Und ich würde es immer wieder machen. Also das ist wirklich sehr gut, weil man lernt auch sehr viel dabei. Für die Zukunft ist es wirklich sehr gut, wenn man da draus kommt. Uns vorgestellt, wie es in der Zukunft wäre, und dadurch eine Zeitung gemacht für die Zukunft in verschiedenen Themen, zum Beispiel Sport oder Style oder Kultur. Und dann haben wir einfach versucht, so einen Artikel zu schreiben mit Bildern und Text. Mir hat es sehr gefallen und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch neue Leute kennengelernt und wir hatten immer wieder Spaß dazwischen und wir konnten aber auch super miteinander arbeiten und ja, wir haben sehr viel Neues gelernt. Unsere Aufgabe ist es, ein Möbel zu basteln. Ob das ein Stuhl, eine Kommode
oder ein Tisch sein kann, ist uns überlassen. Und da haben wir zuerst ein 1:5 Modell gebaut, um zu schauen, wie das Möbel etwa aussehen wird. Und jetzt sind wir gerade dabei, das 1:1 basteln. Mir gefällt es sehr und es ist halt vor allem kreativ und man kann seine Gedanken und seine Ideen selber ziemlich ausleben.